Okay, wir befinden uns in der Wartung. Und wir können zur Hirnabteilung, zur Vernehmungszentrale und zur Forschungs- und Testecke fahren. Also in der Vernehmungszentrale waren wir ja schon mal mit Sam. Dann gehen wir jetzt mal zur Hirnabteilung. Was auch immer das bedeuten soll. Geht. Zum Teufel. Das ist es also. So sieht also Omnibrain aus. Seriously? Das war für Großvater. Hoffentlich kriegst du davon Kopfschmerzen. Was war das jetzt? Okay. Können wir da was nehmen? Nicht, dass ich das haben will, aber Tatsache. Hier. Du brauchst ein Gefäß, oder? Nee. Hirnpumpe. Igitt. Okay, wir schmeißen mal die Granaten rein. Das hat keinen Sinn. Was? Aber wenn das Omnibrain ist. Spuck doch bitte nochmal rein für alle, die bisher gestorben sind. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Konzernangestellter. Ja, es ist wirklich Hirnmasse. Es ist so eklig. Okay, die kriegen nichts mit. Kriegt hoffentlich auch nichts mit. Kann man hier vielleicht irgendwie was ablassen oder so? Achtung, nicht ziehen. Ein Hebel, an dem sowas dran steht, an dem muss man natürlich sofort ziehen. Vor allen Dingen, wenn man sich in der feindlichen Zentrale befindet. Aber wir kommen leider nicht ran. Da oben ist ein Gitter. Und ich glaube, das ist das Gitter, was wir in dem Lüftungsschacht gesehen haben. Vielleicht kommen wir da von der anderen Seite quasi. Können wir da vielleicht was machen? Okay. Na, Konzernangestellte, wie geht's denn so? Ich bin nur ein Rebell, der hier frei rumläuft. So mit Militärklamotten und so. War vielleicht nicht so gut, Floyd, dass du das. Dass du dich nicht mal umgezogen hast. Die Jacke des Mechanikers, ja, die wird dir nicht passen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Diese Bürger sehen irgendwie alle gleich aus. Tja, vielleicht ist hier irgendwo eine Klonfabrik oder so. Verzeihung. Was kann ich für dich tun, Bürger? Wieso seht ihr alle gleich aus?
Ihr alle. Hier gibt es nur mich, Bürger. Ach ja? Und wer ist er? Ich. Und der da? Auch ich. Ich existiere an mehreren Orten im Raum. Dies allerdings zeitgleich. Das hilft mir jetzt nicht allzu viel. Ich bin das Ergebnis eines Zeitverschiebungsexperiments des Forschungslabors. Man wollte einen Weg finden, die Zeit zu kontrollieren. Und dann ist das passiert. Für zeitfixierte Leute kann das natürlich verwirrend sein. Dabei ist es recht simpel. Ja. Denkt ihr uns einfach als eine Person mit drei Körpern? Tja, das kann ich wohl hinkriegen. Übrigens heiße ich Clem. Und die anderen? Clem. Oh klar, ich dachte mir sowas schon. Ich glaube, ich hab jetzt noch was zu tun. Schönen Orbit, Clem. Clems. Wie auch immer. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen gruselig. Aber interessant. Mit dieser Macht kann man eigentlich alles Mögliche machen, weil man ist dann... Man kann quasi alles, was es zu tun gibt, gleichzeitig erledigen. Okay, dann gucken wir uns mal die Forschungs- und Testecke an. Vielleicht finden wir ja irgendwas, dass es mit uns auch passiert. Achtung, Lebensgefahr. Oh, okay. Feuerlöscher. Ein Trockeneis-Feuerlöscher. Okay. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, ich wollte ihn mitnehmen. Vielleicht können wir damit Omnibrain einfrieren. Hahaha. Granatentestecke. Ja, wir haben ja Granaten dabei. Wir können die ja einfach mal werfen und mal gucken, was passiert. Okay. Okay. Gut, ist wieder weg. Offensichtlich sind es verschiedene Granaten. Sie sind aber trotzdem nur ein Item im Inventar. Okay. Na gut, lassen wir das erstmal. Wie viele habe ich denn jetzt noch? Immer noch welche. Tja. Okay. Ich glaube, er kontrolliert die Lüftung. Mhm. Da tut sich aber nichts. Der ist im Moment zu. Okay. Nein, du sollst den Schalter nicht nehmen. Sorry. Sieht es aus, wenn es offen ist? Er bewegt sich. Okay. Er ist momentan geöffnet. Machen wir ihn doch einfach mal zu. Vielleicht hilft uns das ja bei diesem komischen Ventilator, den wir da hatten in der Lüftung. Antimateriegewicht. Da befindet sich ein An-Ausschalter an der Seite. Aha. Geht nicht. Viel zu schwer. Ja, jetzt können wir es einfach mitnehmen. Okay. Das kann nicht schaden. Irgendwas, was blitzartig ganz schwer wird. Vielleicht hilft uns das, irgendwas zu zerstören. Okay.
Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die Vernehmungszentrale. Das könnte übel werden. Ich mag diese Geräusche nicht. Oh nein! Oh Gott. Näher rangehen ist zu gefährlich. Oh Gott. Er sieht nicht gerade sehr gesund aus. Nee. Er braucht Schmerzmittel, keinen Smalltalk. Okay, ich Näher möchte... rangehen ist zu gefährlich. Ich fürchte, Schmerzmittel haben wir auch nicht zur Hand. Klebrige Genosse, na, dich kennen wir doch. Psst. Psst. Genosse? Genosse Floyd, bist du das? Sch, leise. Oh, sorry. Ich bin hier, um euch zu befreien. Wie hast du dem Hinterhalt entgehen können? Hinterhalt? Oh, naja, ich hab mich versteckt im Sand, weißt du, und später bin ich dann hinterhergegangen und hab euch gesucht. Du bist an den Druiden vorbeigekommen? Ich schau, dafür ist jetzt keine Zeit. Du hast recht, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich hab keine Zeit, neue Bekanntschaften zu schließen. Ich riskiere mein Leben. Das ist Mandrin. Den haben sie aber ziemlich bearbeitet. Das ist der Preis der Freiheit, Genosse. Mandrin. Mandrin. Von ihm wirst du wohl nicht viel erfahren. Wieso bist du nicht gefoltert worden? Sie hatten Angst, dass ihre Instrumente verschleimen, wenn sie mich anfassen. Was machen wir denn jetzt? Wir hier können gar nichts machen. Jetzt ist es an dir, Genosse. An mir? Aber ich weiß doch nichts über Rebellionen. Außer dem, was ich von euch aufgeschnappt habe. Von uns? Das solltest du vielleicht direkt wieder vergessen. Das habe ich schon. Denk mit deinem eigenen Kopf, Genosse. Wir zählen auf dich. Toll. Ein Einzelner. Allein. Gegen den allmächtigen Konzern. Ich weiß, es klingt nach Klischee. Aber allein bist du gar nicht. Arnold ist nicht geschnappt worden. Arnold? Den hätte ich fast vergessen. Wahrscheinlich sitzt er oben und fragt sich, wo wir alle geblieben sind. Ich schau mal nach. Warte hier, Genosse. Sehr witzig. Okay. Ja, klingt nach Klischee. Das stimmt wohl. Mandrin? Genosse? Was? Genosse. Ich heiße Floyd. Ich will euch retten. Floyd? Ich kenne keinen Floyd. Doll Thatcher hat mich rekrutiert. Du ähnelst jemandem. Einem, der schon lange tot ist. Darüber können wir später reden. Ich brauche deine Hilfe. Nicht mehr wehtun. Bitte nicht mehr wehtun. Ich brauche Hilfe, Genosse. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nimm den Schlüssel, Genosse. Wofür ist der? Führe... weiß nicht mehr. Ich... oh. Toller Rebellenführer. Ein bisschen Folter und schon ist er erledigt. Oh, Floyd, jetzt sei mal nicht so, ja? Ich möchte mal sehen, wie du dich nach sowas fühlst. Ja, okay, er hat ja auch schon ein bisschen Folter hinter sich, das stimmt wohl. Schlüssel. Ich bin mir nicht sicher, wofür das gut sein soll. Aber wisst ihr, was Floyd ihm gerade gegeben hat? Die Hirnpumpe. Floyd, das ist ganz schön eklig. Warum hast du das getan? Ja, das letzte Mal war ich nur so weit, dass er nach Wasser verlangt hat. Deswegen war ich auf der Suche nach Wasser. Und deswegen finde ich diese Vorstellung, dass er jetzt dafür diese
Hirnflüssigkeit geschlürft hat, sehr, sehr eklig. Aber ich habe eine Vermutung, wo der Schlüssel passen könnte.